Ja, nun musste ich eben feststellen, dass schon der Teil des Einbau des Tunnels schon wieder 13 Minuten hat. Und da ich euch nicht überstrapazieren will, habe ich mir jetzt gedacht, da machst du doch zwei Teile draus. Das heißt, an dieser Stelle soll es erstmal so weit sein, dass ihr wisst, wie der Tunnel eingebaut wird. Das nächste Video ist dann der Einbau des eigentlichen Buchstabenruders. Ne? Also könnt ihr euch drauf freuen. Der eingebaute Tunnel, so wie beschrieben, wurde jetzt eben von mir gereinigt. Und jetzt legen wir den Platz für das Bugschallruder fest. Hier ist die Mitte. So, und aus der Mitte 5 cm raus. Mittels der Schiebelehre und mittels dieses Teils wird bestimmt uns ja, weil drauf liegt, wo soll es hin, kann ja nur so hin, haben wir jetzt die zu bohrenden Löcher angezeichnet. Und wir kommen jetzt dann zum Bohren. Der heikelste nicht, glaube ich. Die da links und rechts reinkommen und habe sie noch mal ein bisschen nachgezeichnet, damit man sie besser sieht. Und jetzt bohren wir links und rechts die beiden Sechserlöcher. Paul körnt jetzt vor die zwei Löcher. Ja. Zu schneiden wahrscheinlich nur nicht. Ja. Das kann schon sein. Ja, würde sagen. Perfekt. Die beiden Dichtungen werden mitgeliefert. Zum einen hier und der O-Ring. So, und die werden jetzt erstmal eingebaut. Das ist keine Klebeseite. Das kommt so rauf. Nee, so rauf, ne? Ja. Da hier die Schmatze gut hält drauf. Ja, und da machen wir die Schmatze drauf. Hier euch schon drauf, Alter. Ja, ich würde nicht so viel einsauen, damit wir den nicht mit einkleben hier unten drin und mal rumdrehen. Die Schrauben, meinst du? Du kannst dir filmen, ich mach das. Ich hab schon alt vorbereitet hier. Wo ist denn der hier? Das klebt und dicht. So ein bisschen verteilen auf der Dichtung, die ganze Klebmasse. Damit es nicht so sehr umklebt.
nicht da großzügig sein. Soll auch dicht sein. Ja. Ich höre dich so. Also ich bin soweit. Wenn du willst, kannst du ihn vorsichtig einführen. So, jetzt stecken wir von unten. Kriegswelle. Wenn du den Arm hinsteckst. So, stecken wir den Arm da rein. Sieht man jetzt ein bisschen schlecht. Jetzt versuch die andere mal. Ah, ich scheint jetzt auch zu ziehen. Wie war das? Nach fest kommt ab, wa? So fester würde ich es nicht machen. So, haben wir jetzt von unten das Stück, was im Tunnel ist, hineingesteckt. Von oben haben wir das dann festgeschraubt. So sieht das jetzt aus. Oh, das ist drauf, jetzt kommt der O-Ring noch drauf. So, wir suchen uns jetzt unsere Stellung, wo wir ihn hinhaben wollen. Die Nuss muss gefettet sein. Auf der Beschreibung ist allerdings mit einer Feder die ganze Sache gestaltet. Hier haben wir keine Feder, weil wir haben hier im Prinzip einen Sechskant drin. Jetzt in die Richtung, ach so, ja, weil da die Kabel lassen. Ne? Hier. Und jetzt brauchen wir die Schrauben. Mit Federringen. Schrauben immer schön über Kreuz anziehen, wie beim Wagenrad oder bei Autorädern. Wagenrad. Ja, ist ja fast ein Wagenrad. Und fest. So, jetzt haben wir hier an der Seite. Quillt jetzt natürlich noch schön das Sicker raus. Das kann man noch ein bisschen glatt streichen. Sieht schöner aus. Sieht professioneller aus. Das ist schön. So, jetzt kommt man zur Elektroverkabelung, machen wir nicht heute. Quick bietet ja hier gleich ein vorfertiges Kabel. Das nehmen wir aber nicht, weil wir haben ja unsere Kabel alle hier drin. Die muss ich dann noch rüberführen, dann bereite ich schon ein paar mit Kabelschuhen vor zu Hause. Hier ist die Steuerung drin. Das heißt also, da sind die zwei für links drehen und rechts drehen. Die kommen jeweils hier auf die Seite und auf die andere Seite ran. Und zwar hier bei braun und bei blau.
der Motor kriegt hier sein Plus drauf, wo das direkt zur Batterie geht. Da drinnen befindet sich also ein Relais und der schaltet dann den Motor, weil der Motor zieht ja 150 Ampere und hier ist das Massekabel, was letztendlich dann drauf kommt und auch zum Motor geht. Weil der Motor zieht ja 150 Ampere, also wie gesagt, muss da schon ein Relais drin sein, demzufolge muss das auch richtig abgesichert sein. Das habe ich euch ja schon gezeigt in meinem, ja, in meinem, da wo die Batterien drauf sind, wie nennt man das, Geräteträger, wo auch die Sicherung drauf ist und alles drum und dran. Wenn nicht, zeige ich euch das auch noch mal nachher. So, jetzt kommt der Schutz drauf erstmal und dann kann das hier alles ein bisschen trocknen. Wir bauen den Propeller noch fest und somit ist die teuerste Einzelkomponente, die ich neu gekauft habe, im Boot verbaut. Ja, oben checken, wie rum links und rechts ist, weil wir ja nicht die Original-Schaltpanels benutzen von Quick, sondern wir haben uns selber welche gekauft. Und zwar nennt sich das Teil hier XY-Koordinatenschalter, also der geht so lang nicht, der geht nur nach links und nach rechts. So ähnlich kriegt ihr das auch von Quick zu kaufen, nur mit dem einzigen Unterschied, dass hier könnt ihr bei einem großen deutschen Elektroniker-Fachmarkt, ich verlinke euch das nach unten, käuflich erwerben, kostet 7-8 Euro und ich meine, diese Steuerung könnt ihr auch erwerben für mehr Geld. Deshalb überlegt euch das, ob man vielleicht die Steuerung hier selber baut und einbaut und funktioniert dann genauso wie das andere, vielleicht ein bisschen anders und schwieriger zu klemmen noch, aber das sollte auch jeder halbwegs versierte Laie hinbekommen. So, und auch der Propeller ist drin, alles fest, jetzt geht es bloß noch an die Elektrik, morgens Probelauf. Ja, ihr seht also hier, die Masse ist ordnungsgemäß im Kabelschuh angeschlossen. Gleiches gilt auch für die Masse. Und über diese Kabel seht ihr auch, sind die Steuerkabel auf beiden Seiten ordnungsgemäß angeschlossen. Also das Gerät kann vernünftig angesteuert werden und sollte funktionieren. So, über 50 Quadratmillimeter Durchschnitt ist die rote und auch die schwarze Leitung dann nach hier vorne geleitet. Der Pluspol, in Rot, wie zu sehen ist, wird über eine Hochstromsicherung, also spezielle Sicherungskästen, wie ihr seht, und hier abgesichert mit 225 Ampere, das denke ich mal auch zu sehen, dann auf die Batterie gebracht. Das gleiche passiert auch mit dem ankommenden Massekabel. Das geht hier auf einen Massesammelpunkt. Ich benutze ja dazu potenziell Ausgleichsschienen, weil die preiswerter sind, als wenn man sich irgendwelche Sammelpunkte kauft von irgendwelchen Firmen. Und ihr seht, ich habe zwei Batterien, a 75 Amperestunden, sprich also 150 Amperestunden, sollte also für die Stärke des Buchstabenruders durchaus ausreichen. Ich habe hier zwei Zellen, habe zwei Batterien hier parallel geschalten. Ihr seht also Pluspol mit Pluspol, Minuspol mit Minuspol. Man sollte dabei darauf achten, gleiche Batterietypen zu haben und auch, dass die Anschlussleitungen immer alle gleich lang sind, weil vorne schließe ich ja auch mit Vieren an, mit dem gleichen Thema, und da muss man auch darauf achten. Ja, und ihr seht auch, die anderen Leitungen sind auch gleich mit angeschlossen, die Ladeleitung, die schwarze Ladeleitung nicht, die ist nämlich leider zu kurz, da habe ich nicht aufgepasst. Gut, da muss ich mich noch was kümmern, werde ich was machen, vielleicht ziehe ich eine neue Leitung rein. Und ja, und auch die Wasserpumpe ist gleich hier mit drauf geklemmt und ihr seht auch dort,
hat die Wasserpumpe ihre Sicherung und die klemmt es alles hier auch in diesem kleinen Klemmkasten. So, das Thema Buchstabenruder ist nun auch richtig montiert. Sprich, also die Schutzhaube ist auch drüber. Und ich glaube, beim Abrutschen des Schlüssels eben habe ich schon die 225 Ampere Sicherung gerade durchgejagt. Passiert eben auch, immer vorsichtig sein. Also, und schaut euch das Feuer an, weil dieses dicke Kabel muss so positioniert sein, damit ihr den gelben Schutz da wieder drauf kriegt. Ansonsten habt ihr nämlich da auch ein Problem, auch wenn der aus Gummi ist. Man könnte auch noch was rausschneiden, aber das wollte ich jetzt nicht tun. Ich hätte es mal. Gut. Hat kurz gefunkt und geklackt, also war die Sicherung schon erledigt. Demzufolge, das ist ein Grund, können wir jetzt auch keinen Test machen. Das machen wir, das könnt ihr aber sehen, wenn ich dann irgendwann mal mit Boot unterwegs bin auf dem Wassersportkanal. Ja, des Weiteren würde es sowieso nicht gehen, weil ich nämlich hier unten, wo die Bordbatterien rankommen, noch keine Batterien drin habe. Und der Stromkreis, das Relais vom Bugscharruder ansteuert, der liegt nämlich auf der Bordbatterie und nicht auf der zweiten Bordbatterie, die Frontbatterie hier vorne. Ja, ist nun mal so. Also hätte das sowieso nicht geklappt. So viel zum Thema Einbau eines Bugscharruders. Und ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen.